Servus! Ah, fuck, Alter, was mach ich? Ich fahre Moped und grüß den Motorradfahrer. Joho, Leute, was geht? Und willkommen auf dem Webnation-Kanal. Und wie ihr seht, ist hier mein neues Moped. Die mich auf Instagram verfolgen, die haben's schon gesehen. Genau an dieser Stelle hier, hab auch das Video dazu aufgenommen gehabt. Aber einfach der Ton war einfach weg. Und deswegen bin ich jetzt nochmal hier am gleichen Spot, fahre genau die gleiche Runde und erzähle euch nochmal genau das gleiche nochmal, dass ihr es natürlich auch wisst. Ja, wo fange ich denn eigentlich an? Es ist eine Simson geworden, eine S51, wie jeder erkennen kann hier. Es ist eine Simson S51N, das bedeutet, sie hat keine Blinker, sie hat keine Hupe, sie hat keine Batterie, sie hat eigentlich nichts, außer halt das Licht für vorne und hinten. Sie ist auch sonst noch in einem total Originalzustand. Es ist ein Dreigang, wo schon viele rumgemeckert haben auf Instagram. Originalspiegel ist noch verbaut, der ein bisschen locker ist sogar. Originallenker, Originalgriffe, Schutzblech, alles ist an dem Teil noch original im Grunde. Sie läuft richtig gut, erster Kick, geht sie an, Hammergerät, also bin super zufrieden mit ihr. Manchmal habe ich das Problem zwar, dass wenn sie warm gefahren ist und ich dann ins Gas gehe, dass sie so wie absaufen möchte. Sie hat auch kein Tacho, muss ich vielleicht noch nachrüsten. Weiß ich noch nicht genau, wie ich das mache. Und genau, sonst ist eigentlich nichts dran verändert. Ich habe jetzt hier noch so ein Zahlenschloss, ganz entspannt. So kann ich es ein bisschen abschließen, weil die hat auch kein Zündschloss oder sowas. Also dadurch keine Batterie, kein Zündschloss. Sie hat hier vorne eigentlich so ein Lenkradschloss. Das könnte man hier so einrasten, aber da müsste ich erst das alte rausbohren. Und das neue habe ich schon zu Hause liegen, habe es nur noch nicht gemacht. Aufnahme geht noch, gut. Und ich jetzt würde sagen, wir kicken sie jetzt. Vorführeffekt. Erster Kick geht sie an, hoffentlich. Ja, kleines technisches Problem. Standgas war wieder mal zu tief, ich weiß es. Ich bin noch nicht ganz schlau geworden. Ich muss mich da, glaube ich, mal mit jemandem zusammensetzen, der sich da ein bisschen besser auskennt. Das Problem ist nämlich auch, wenn ich manchmal Gas gebe, dann will sie mir auch fast absaufen. Aber jetzt müsste es ja gehen. Ja, Dreigang, Gewöhnungssache auf jeden Fall. Der Spiegel will auch nicht halten. So, vielleicht besser. Ja. Könnte ich im Grunde auch unten lassen. Bringt eh nichts. Ich habe mir auch schon überlegt, was ich so alles dran verändern möchte. Aber vielleicht mal in einem anderen Video dazu. Sonst so ist ja noch alles original, wie gesagt. Fahren tut sie eigentlich ziemlich gut, finde ich. Also auf einer geraden Strecke oder sowas sind so 60 km/h, glaube ich, easy drinnen. Ich weiß ja nicht, wie sich es für euch jetzt gerade anfühlt, aber ich bin jetzt gerade erst im zweiten Gang. Wenn es jetzt gleich hier leicht gerade wird, weil jetzt ist es immer leicht bergauf gegangen, aber wenn es jetzt hier gleich ein bisschen bergab geht, dann wird die eh gleich auch gut vorwärts gehen. Oh lol, ich war doch im dritten Gang. Ja. Ja, sie läuft eigentlich auf der Geraden oder jetzt hier. Das werden locker 60, 65 sein. Keine Ahnung genau wie schnell, weil ich habe ja kein Tacho. Aber alleine muss ich sagen, zum Baden fahren übelst entspannt. Zu zweit kritisch. Ich habe, weil mir die Simson so gut gefällt, habe ich mir gleich zwei gekauft, dummerweise, anstatt ich erstmal mit einer ein bisschen mich einlerne. Aber ich wollte unbedingt noch eine Schwalbe haben. Die stelle ich euch vielleicht auch mal vor.
Ich bin mir nur noch nicht sicher, ob ich sie euch erst vorstelle, wenn sie fertig ist, oder ob ich euch ein bisschen mitnehme bei den Reparaturarbeiten, weil sie läuft bei mir nicht leider an. Und das Problem ist, ich weiß nicht, an was es liegt. Ich habe zum Beispiel da die Düsen schon mal gereinigt. Ich habe da neue gekauft, weil manche wirklich schon richtig dreckig waren. Und habe die dann neu verbaut und Vergaser, also komplett gereinigt auch. Und sie will einfach nicht fahren. Jetzt bin ich vielleicht am Überlegen, ob ich mir einen neuen kompletten Vergaser kaufe, weil der alte vielleicht einfach durch ist. Ich weiß es nicht genau. Weil ich wüsste nicht, an was es sonst liegen könnte. Sie hat einen Zündfunken, Zündkerzen habe ich gewechselt. Dann habe ich, vielleicht kaufe ich dann gleich noch dazu einen neuen Luftfilter, weil der alte halt echt schon gut alt ist. Aber mal gucken, muss ich mir noch ein bisschen Gedanken machen, aber ich glaube, da führt nichts dran vorbei. Aber das ist ja ganz gut, dass ich mir zwei Stück gekauft habe. Weil wenn mich immer Leute fragen, warum ich mir zwei gekauft habe, kann ich immer sagen, ja, eine ist immer zum Schrauben und die andere ist gerade die, mit der ich dann fahren kann. Weil halt einfach immer irgendwas wäre. Und dann habe ich immer eine zum Baden fahren und eine fürs... Ich muss mich noch dran gewöhnen, sorry, dass ich immer unterbreche, aber ich muss immer hier die Kupplung erziehen bei so einem Zweitakter und dann immer wieder mal so Gasstöße geben, wenn es bergab geht. Sau ungewohnt. Ich glaube, die Leute denken sich auch manchmal so, warum gibt der so unnötig Gas, wenn es runterwärts geht. Aber ist leider so. Hocken tut man hier auf dem Teil abartig gemütlich. Mir gefällt so gut dieser Tank. Schaut mal, wie fett das aussieht, bitte. Jetzt vielleicht noch einen geileren Lenker drauf. Problem ist nur, der Pro Taper, der ist nicht legal, so wie man den, wenn man den haben möchte. Und dann stellt sich halt schon wieder die Frage, es gibt noch einen anderen. Grüße gehen an Peter raus. Der hat mir den schon empfohlen. Der hat so ein Teilgutachten, ich habe leider den Namen vergessen. Aber der ist so ultra fett. Und ich weiß nicht, ob ich auf sowas dann Bock habe. Auf so ein übel fettes Ding. Verschalten, ja moin. Ja, und Hügel hochwärts. Dritter Gang kann ich dir vergessen. Zweiter Gang geht gut. Und was an der Schwalbe halt geil ist, erstens, die Optik gefällt mir halt allgemein Simson optisch so der Burner. Und die Schwalbe vor allem, die hat so ein einzigartiges Aussehen, abartig fett. Und es ist sogar ein Vierganggetriebe. Deswegen wird es noch mal ein bisschen besser laufen. Problem ist nur, als ich sie gekauft habe, hat sie funktioniert. Aber ich glaube, dann ist ein bisschen Dreck in den Vergaser reingekommen. Und dann hat der total verstopft. Da musste ich mich erstmal erkundigen. Ich bin ja neu in dem Game. Und hatte gar keine Ahnung davon. Dann habe ich den jetzt erstmal ausgebaut und gereinigt und so. Aber ich glaube, der ist einfach ein bisschen verbastelt geworden. Ich glaube, da hole ich mir einfach einen neuen Vergaser. Kostet ja nicht die Welt. Die kosten, glaube ich, 37 Euro, ein kompletter Vergaser. Ich habe mir zwar gedacht, ich kaufe erstmal so ein Düsenset, weil, keine Ahnung, warum einen neuen Vergaser kaufen, wenn es vielleicht der tut, aber naja, hätte ich lieber ein bisschen mehr Geld in die Hand genommen. Mir ging es gar nicht aber ums Geld. Sondern eher um... Fahrschule. Chillig. Mir ging es eher darum, dass der Verschleiß von die Ressourcen und so weiter, dass man da nicht unnötig viel immer kauft. Aber ja, jetzt werde ich wahrscheinlich einfach einen kaufen und dann taugt es hoffentlich wieder mit neuen Luftfilter auch. Aber schreibt mir sonst gerne auch eure Ideen rein, wenn jemand Ahnung davon hat, was daran liegen könnte, warum die nicht läuft. Zündfunken, wie gesagt, hat sie. Aber ja, will einfach nicht laufen. Sonst schreibt mir auch gerne mal eure Meinung zu dem Moped in die Kommentare. Ich werde dann auch noch vielleicht in einem extra Video mal damit euren,
wenn ihr mir, keine Ahnung, ein paar Sachen reinschreibt, was ich so verändern könnte an den Bikes, dann schreibt mir die mal gerne rein. Und dann könnte ich ja mal im nächsten Video dazu reden, was ich so alles verändern würde. Ich könnte auch mal ein Video dazu machen, warum ich mir eigentlich 2 Simpsons gekauft habe. Und servus! Ah, fuck, Alter, was mache ich? Ich fahre Moped und grüße den Motorradfahrer. Auf jeden Fall eine echt spaßige Sache und zum Badenfahren ist die auf jeden Fall schon mal super. Und taugt echt richtig gut. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen, Leute. Man sieht sich spätestens im nächsten Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.